Herzlich willkommen zu HT1 Innviertel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. HT1 bringt Ihnen die Region näher. Braunau, Ried, Scherding und ganz Oberösterreich sind in unserer Sendung vertreten. In der heutigen Ausgabe haben wir wieder einen bunten Mix aus Information und Unterhaltung für Sie vorbereitet. Sie wollen mehr wissen? Dann würde ich sagen, einfach dranbleiben. Aspach, eine lebens- bzw. liebenswerte Marktgemeinde inmitten des schönen Innviertels. Im Gespräch mit Bürgermeister Mandl zum Thema Aspach als Lebensmittelpunkt. Aspach ist schlichtweg der ideale Lebensmittelpunkt. Nicht nur für mich persönlich, sondern für ganz viele Menschen. Und das hat einen Grund. Das eigene Lebensumfeld bestmöglich zu gestalten, mitzugestalten, sich darin wohlzufühlen. Das kann man nur, wenn man eingebunden ist. Mit ihren 31,46 Quadratkilometer und knapp 2500 Einwohnern hat die Marktgemeinde alles, was der Mensch braucht, um sich wohlzufühlen. Von der Nahversorgung bis hin zur medizinischen Versorgung ist in Aspach bestens gesorgt. Auf der anderen Seite ist Aspach klein genug, um sich als Mensch eingebunden und geschätzt zu fühlen. Schlicht ideal, ein wunderbarer Ort zum Leben, zum Verweilen, zum Bleiben. Es sind alle eingeladen, die es noch nicht kennen, dass es vielleicht da genießen in Zukunft als Bürgerinnen und Bürger. Eine rundum Wohlfühlmarktgemeinde mit Blick in die Zukunft. Eins kann ich euch sicher sagen: Anspruch, das passt. There's a better way. Wandern und Dringer, Essen und Singer. Ja, so hieß es am 6. September in der Gemeinde Aspach bei der ersten HT1 Musik- und Schmankerlwanderung. Ja, wir wollten was machen, was da typisch in die Region passt und was zu unserer Seher passt. Und wir glauben, wo wir einfach sehr viel Leute erreichen. Und da hat sich das einfach angeboten in Aspach, die erste Aspacher HT1 Musik- und Schmankerlwanderung zu machen. Ja, was erwartet man sich heute von dieser HT1 Musik- und Schmankerlwanderung? Das, was uns in Aspach nicht mehr erwartet. Eine Gaudi, eine Gemeinschaft, ein Zusammenhalt, schöne Landschaft, nette Leute, ein gutes Essen, ein gutes Trinken, einfach das und das. Ein gemütlicher Marsch von ca. 6 Kilometer führte die Wanderer, begleitet von 7 kulinarischen und musikalischen Genussstationen, durch den wunderbaren Kneipp- und Luftkurort Aspach. Gestartet beim Daringer Museum mit einer kleinen Stärkung im Gepäck von der Firma Klezel und der Firma Starzinger, ging es direkt hinauf zur Stieblerlinde. Ja, wir sind da auf der Stieblerlinde, Roman. Das ist einer von den schönsten Plätzen von Aspach, sage ich mal. Und da Roman präsentieren wir Grammitnirl, Speckknirl und Haschecknirl. Wenn man sich dann anschaut, was da für ein Ambiente ist, die Umgebung, ich bin ein Aspacher, ein leidenschaftlicher Aspacher und ich komme immer gern darauf. Ein gutes Glaserl Gerstensaft, ein Teller voller Knödel und Musik vom Sollinger Jungholzbläserensemble bot einen recht passablen Vorgeschmack auf die nächste Station. Ja, und die war bei der Familie Katzelberger. Es war einmalig, es war ein super schöner Tag und wenn man die Witterung anschaut, viel schöner kann man es gar nicht erwischen, weil wie es vormittags das Wetter ausgeschaut hat und jetzt die Sonne kommt, also schöner geht es gar nicht mehr. Und dann am Mürtlichen Bauernhof von Uwal, gut, lieber Kassemi, passt einfach. Weiter ging es zum Revital Aspach, wo bereits die nächste Stärkung und die Hittenmusi aus Lonsburg auf die Wanderer wartete. Für uns gibt es heute eine gute Kartoffelsuppe mit Eierschwammel, Speck und Gemüse. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir es einmal, oder? Ja, nach Suppe, Knödel und Leberkäse freute man sich nun schon auf Süßes. Beim Kräuterpavillon und im Garten des Kneipkurhauses wurde dafür bestens gesorgt. Ja, bei uns gibt es eine kleine Nachspeise, Kaffee und Kuchen. Unsere Frauen haben wirklich fleißig gemacht. Also es gibt von Schmalzbrochen bis die schönsten Konditortorten. Alles könnt ihr bei uns haben. Es ist wirklich wunderbar und lecker. Vorbei an der Katzelberger Kapelle, wo die Deutinger Burm aus Salzburg nochmals die Wadenmuskeln der Wanderer ordentlich unterstützten, ging es dann direkt zur HT1 Bühne. Ja, und dort feierte man dann gemeinsam das Baumpflanzfest. Mehr dazu gibt's in der nächsten Sendung.
Ganz überwältigt waren sie, die Mittermeiers, und auch zu Recht. Ihre Modenschau für die bevorstehende Herbst- und Wintermode ist dieses Mal ganz besonders schön über die Bühne gegangen. Aufgrund des Regens musste jedoch umdisponiert werden. Es war wirklich eine Wahnsinnsshow und für uns eigentlich eine Premiere im Haus selber. Und das Haus füllt jetzt fast 500 Leute. Es war wirklich eine Megashow und die Leute waren so positiv gestimmt und sind so mitgegangen. Also ich glaube, das war der schönste Mondshow bis jetzt. Ja, es war wirklich eine sehr tolle Show und man muss auch sagen, die Mode heuer, die wird wirklich zum Wohlfühlen. Es gibt viel kuscheligen Strick und schöne neutrale Farben. Sehr stilvoll, sportlich, aber auch verspielt kann Mann bzw. Frau sich in den nächsten Monaten präsentieren. Super klasse war es. Also ich bin voll begeistert. Hat mir das ganz anders vorgestellt, bin positiv überrascht. Motiviert geht's jetzt in den Herbst? Ja, auf alle Fälle. Wir kaufen heute schon fleißig ein. Eine gelungene Symbiose aus Tanz, Mode und Gesang auf der Mittermeier Bühne. Ja, das ist speziell. Also es sitzt ja bei uns zusammen als gegangene Choreografie, aus Tanz und Show. Und ja, wir sind ja die Modelagentur People to People. Wir sind jetzt gerade umgezogen, ganz frisch nach Riert. Und ja, also wir sind da schon ein sehr eingespieltes Team. Und es macht immer sehr viel Spaß, mit den ganzen Leuten das einzustudieren und ja, und dementsprechend dann auch zu präsentieren. Präsentiert wurden neben schicker Damen auch tanzende Herrenmode. Bist du jemand, der sich sein Zeug selber aussucht oder sucht man für dich aus? Nein, suche mir selber aus. Auf alle Fälle. Ja, die Männer heutzutage nehmen ihr Hemd selbst in die Hand. Recht so. Im Oktober haben wir sicherlich wieder unsere Jacken- und Mantelwochen. Heuer sind besonders die kuscheligen Oversize-Mäntel angesagt, mit Daunenjacken sogar kombiniert. Also es gibt voll die schönen Trends und wir sind auch wirklich ein Spezialist in Sachen Outdoor-Mode für Damen und für Herren. Diese Energie wird sicher in der kalten Jahreszeit wärmen und ihre Früchte bringen für einen schön eingehüllt, modebewusst und farbenfrohen Winter. Vom 18. bis 20. September findet in Braunau die Herbstmesse statt. Naja, 18. bis 20. ist diesmal ein ganz besonderes Datum, weil es unsere 50. Braunauer Messe ist, Braunauer Herbstmesse. Und wir haben uns da einiges einfallen lassen, nicht nur vom Rahmenprogramm her beim Oktoberfest, sondern auch eine ganz spezielle Sonderschau, die dem Thema der 50 Jahre sich widmet. 50 Jahre, einst und jetzt, früher. Wie hat das vor 50 Jahren ausgesehen? Wie ist die ganze Messe entstanden? Wie hat sie sich während der 5 Jahrzehnte verändert? Was hat sich in dieser Zeit getan? Also Woodstock, Hippies, die Aussteller werden schauen, dass sie in ihren Ständen ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit zeigen, aus diesen Gründungsjahren der Messe und so weiter. Es wird ein bisschen, der Retro-Stil wird ein bisschen gepflegt, wahrscheinlich auch das eine oder andere Auto, das aus dieser Zeit kommt, wird zu sehen sein. Und da glaube ich, das ist einmal ein völlig anderer Ansatz und den 50er feiern halt wir in dieser Form. Und ich glaube, dass das sehr interessant wird für alle Besucher. Der Parkplatz wurde neu angelegt und davon profitiert auch die Messe Braunau. Hat dazu geführt, dass wir das ganze Freigelände neu gestalten können. Sprich Vergnügungspark, Festzelt, ein Platztausch stattfinden konnte, sodass das sicher eine ganz neue und überraschende Optik ergeben wird und eine zusätzliche Attraktivitätssteigerung bedeutet. Und auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Unter anderem, also wenn man vom Rahmenprogramm spricht, dann unbedingt auch am Samstag, den 19. um 14 Uhr ein
großer Festzug, wie ich gerade gehört habe, mit 400 Teilnehmern. Wahrscheinlich kommen sowieso noch mal 100 dazu. Also das wird schon sicher ein absolutes Highlight dieser Jubiläumsumzug, wenn ich ihn so nennen darf. Was natürlich auch ein ganz großer Teil des Festes ist, ist das Oktoberfest. Das Braunauer Oktoberfest, wo ich der Meinung bin, dass es eines der ältesten, wenn nicht das älteste Oktoberfest Österreichs ist. Das ist ja schon 53 Jahre alt. Die Messe ist ja aus dem Oktoberfest entstanden. Und da haben wir einen richtig bayerischen Profi, die Familie Zeiler, die diese Messe ausrichtet. Ja, es ist im Endeffekt so, dass auch auf der Messe sehr, sehr viele bayerische Ausstellerinnen und Aussteller dabei sind. Und das ist auch ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit, die bereits jetzt bei uns in der Region stattfindet. Und wo die Bayern zu uns rüberkommen, umgekehrt die Österreicher rübergehen. Und wir gehen gemeinsam, glaube ich, in eine sehr, sehr positive Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter www.messebraunau.at. Es ist nicht zu übersehen. Wahlen stehen vor der Tür. In Braunau stehen 8 Kandidaten zur Wahl. Aber was würden Sie ändern, wenn Sie Bürgermeister wären? Es gibt immer was zum Verbessern, aber so spontan gefragt jetzt, ja, man kann beim Parkplatz vielleicht dort oder da was machen. Also ich, mein Trend geht schon zur Fußgängerzone im Stadtplatz. Mit mehr Geschäften halt und ja, dass die Stadt, die Innenstadt wieder ein bisschen mehr belebt wird. Was die Politiker ändern würden, welche Pläne sie haben, wohin der Weg führen soll, diese Fragen stellt Reinhold Klicker beim Polit-Talk der Spitzenkandidaten im Veranstaltungszentrum Braunau am 16. September um 19.30 Uhr. Reinhold Klicker fühlt den Kandidaten auf den Zahn und auch Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen bei Quo Vadis Braunau am Mittwoch, den 16. September um 19.30 Uhr im VAZ Braunau, einer Veranstaltung von Inblick und HT1. Es war ein großer und vor allem emotionaler Tag für KTM. Zum einen wurde ein neues Logistikzentrum eröffnet, zum anderen soll das KTM-Museum, zu dem bereits 2003 erste Ideen geboren wurden, 2017 an der Stadtplatzeinfahrt von Mattighofen eröffnen. Aber zuerst zum Logistikzentrum nach Munderfing, ein immens wichtiger Baustein für die weitere Expansion von KTM. Wir werden heuer 180.000 Motorräder machen und Sie müssen sehen, dass ungefähr, ja, bei uns für 600 Millionen Euro Material herantransportiert wird, bei uns veredelt, zusammengebaut und dann wieder in die Welt verteilt wird. Das heißt, Logistik ist für uns ein immens wichtiger Bestandteil. Wir haben vor gut einem Jahr begonnen mit dem Spatenstich für das Logistikzentrum, haben dann in diesem Jahr 30.000 Quadratmeter Halle gebaut. Das Ganze hat 5 Einheiten mit je 6.000 Quadratmetern, steht auf einem Grundstück von rund 90.000 Quadratmetern, also mit den Manipulations- und Verkehrsflächen rundherum. Und Kubaturen sind 350.000 Kubikmeter hat dieses Gebäude. Nach einem Rundgang durchs Haus ging es weiter in die Sepp-Oeller-Halle nach Mattighofen. Dort dann die Bekanntgabe des KTM-Museums. Pira möchte der Welt mit diesem Bau Folgendes weitergeben. Also unsere Welt, wie wir sind, unsere Produkte, unsere technischen Innovationen, unsere Rennfahrer, die ganze Welt, die ganze Emotion, die die Marke prägt. Ja, das Projekt wird gesamte Investitionskosten von rund 25 Millionen Euro haben. Rund ein Viertel wird dankenswerterweise von der öffentlichen Hand gesponsert, unterstützt. Das war für uns sehr, sehr wesentlich, damit wir an dieses Projekt geglaubt haben und letztendlich auch dieses Projekt weiter verfolgt haben. Das heißt, verbleibend ungefähr 20, 21 Millionen Euro werden vom Unternehmen heraus finanziert. Und es ist wirklich eine tolle Sache für Mattighofen. Es ist für mich heute ein Freudentag, muss ich sagen, in meiner Karriere als Bürgermeister, dass ich heute beim Spatenstich vom KTM-Museum dabei sein darf. Und ich glaube, es ist für Mattighofen und für die Region wirklich eine tolle Sache. Ja, es gibt selten einen Betrieb, wo Spatenstich gleichen Feier und Eröffnung so quasi zugleich ist. Betriebe, die so intensiv investieren, sind natürlich gerade jetzt ganz wichtig. Aber KTM wäre nicht KTM, wenn es nicht längst schon wieder ambitionierte Zukunftspläne gäbe.
Zukunftspläne sind relativ klar umrissen. Einerseits ist es einmal sehr schön, an die Spitze zu kommen in Europa. Erstens einmal oben zu bleiben, das ist die Herausforderung. Wir wollen eigentlich einen von den zwei Japanern, entweder Kawasaki oder Suzuki, überholen. Na dann, alles Gute und weiterhin so viel Erfolg. August 2015. Eine leere Straße Richtung St. Peter. Der 28. August 2015 wird sicher in die Geschichte eingehen. Das wird vermerkt werden, dass an diesem Tag die Verkehrshölle umgeleitet wurde. Denn ich habe mit einigen Leuten geredet, die merken nichts mehr vom Verkehr. Es ist unheimlich ruhig. Die glauben, dass die Straße gesperrt ist. Die alte Straße, die ist nicht gesperrt, aber es fahren alle Fahrzeuge auf der neuen Straße. Ich lebe seit 38 Jahren hier in St. Peter und muss sagen, die letzten 20 Jahre waren sehr katastrophal vom Verkehr, der immer stärker wird. Aber die heutige Nacht war so, man muss sich so vorstellen, man kommt nur schwer krank ins Krankenhaus, man wird aus der Narkose, wird man munter und man ist richtig gesund. Also ich muss ehrlich sagen, wunderbares Gefühl. Gestern ist die Straßen aufgemacht worden, die Neiche. Und ja, für uns steigert sich die Lebensqualität um Erhebliches. Die Lebensqualität steigt natürlich in der Gemeinde St. Peter riesig. Und ich hoffe, dass die Verkehrssicherheit auf der Straße auch seinen Beitrag leisten kann. Wir haben in Summe 6 Bauwerke, wo wir 2 Überführungen, 4 Unterführungen haben, Erschließungsstraßen für die Landwirte, wir haben Querungen für das Wild, die wirklich am aktuellen neuesten Stand der Technik und sicher ist. Also es ist auch für uns ein Freudentag heute, weil wir sagen, wir haben nach 13 Monaten intensivster Arbeit und bei jeder Witterung, gerade am Anfang haben wir sehr schlechtes Wetter gehabt, es geschafft, die Baustelle der Bevölkerung und dem Land Oberösterreich einen Monat früher zu übergeben. Wir haben in Spitzenzeiten 60 Mitarbeiter auf der Baustelle gehabt, wir haben 50 Großgeräte im Einsatz gehabt und wir haben über 450.000 Kubikmeter Material bewegt. Wir haben ca. 56.000 Tonnen Asphalt eingebaut und durch einen optimalen Bauablauf die frühe Fertigstellung gewährleisten können. Es war ein sehr schönes, konstruktives Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Also das Produkt kann sich sehen lassen, sowohl in qualitativer Hinsicht als auch an und für sich für die späteren nachhaltigen Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer. Die Umfahrung St. Peter ist ein Riesengewinn für unsere Gemeinde. Die zigtausend Autos, die täglich durch unseren Ort gerollt sind, gehören der Vergangenheit an. Somit öffnet sich für uns, für die kommende Ortsentwicklung, irrsinnig große Perspektiven und die werden wir nutzen. Also St. Peter war eine schwierige Mission. Wir haben ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis wir eine Planung zustande gebracht haben. Da haben sich einige in St. Peter sehr hervorgetan, wie zum Beispiel der Herr Ortsbauernobmann Pescher, der hat sich wirklich bemüht, mit den Grundeigentümern eine vernünftige Lösung zu finden. Und ich denke, das, was wir jetzt abgeliefert haben, ist ein perfektes Werk für St. Peter und für den ganzen Bezirk Braunau. Das Geschehen im Bezirk Ried widmet Ihnen Automobile Deschberger. 5 Marken unter einem Dach. Sehen Ihre Fenster auch so aus und haben Sie das lästige Streichen endgültig satt? Na dann, worauf warten Sie noch? Jeder kennt das Problem, Holzfenster lassen im Laufe der Jahre einfach nach. Sie schauen außen nicht mehr schön aus und dann steht man vor dem Problem Fenstertausch oder Sanieren. Eine kostengünstige Variante zum Fenstertausch bietet Aluminium Hagenauer mit Sitz in Auerbach bei Mattighofen. Es wird auf das bestehende Holzfenster eine Alu-Vorsatzschale aufmontiert, die wir speziell anfertigen, maßgeschneidert und die in sehr kurzer Zeit, innerhalb weniger Stunden, montiert werden kann, ohne jegliche Stemmarbeiten. Verschweißte Eckverbindungen, präzise Anpassung an die Mauerleibung und eine witterungsbeständige Pulverbeschichtung sind weitere Vorteile. Und nicht nur das. Ob Fenster, Türen, komplizierte Formen, Wintergärten, wir sanieren alles passend zu Ihren Fenstern in allen RAL-Farben sowie Holzdekoren, damit Sie Ihren Stil treu bleiben können. Wenn auch Sie sich von Ihren verwitterten Fenstern und Türen verabschieden wollen, Aluminium Hagenauer lässt auch Ihr Heim mit Alu-Komplettlösungen wie neu erscheinen.
Aluminium Hagenauer. Fenster intelligent sanieren. Ried im Innkreis besticht mit positiver Kaufkraftbilanz und zählt zu den Top-Einkaufsorten Oberösterreichs. 8 von 10 Euro verbleiben im regionalen Einzelhandel. Konsumenten, die Besucher kommen von weit her nach Ried, aus allen Bezirken. Aber eine Besonderheit ist in Ried, dass 87% aller Einkäufe, die Rieder tätigen, in ihrer Heimatstadt abwickeln. Das zeigt schon auch die große Identifikation mit ihrer eigenen Stadt. Seit dem Mittelalter bedeutender Handels- und Marktplatz ist Ried auch heute eine Stadt mit Traditionsbetrieben. Es gibt jede Menge Familienbetriebe, die über mehrere Generationen bestehen. Es gibt ganz besonders traditionell auffällige Betriebe, deren Angebote bereits seit 300 Jahren den Marktplatz Ried bereichern. Den Markt bereichern, zudem auf engem Raum eine Menge kleiner Betriebe mit einer Vielfalt an Auswahl. Es ist wirklich nur eine Antwort darauf möglich. In Ried gibt es nichts, was es nicht gibt. In Ried kann man alles kaufen, kann man alles konsumieren und die vielen kleinen Handels- und Gastrobetriebe sind darüber hinaus auch ganz besonders dienstleistungsorientiert. Diese besondere Dienstleistungsqualität wurde den Rieder Geschäften in einem aktuellen Mystery-Check bestätigt. Auffällig dabei der persönliche, fast familiäre Umgang. Ried hat alle Angebote, die Sie in der Großstadt auch kaufen können. Aber bei uns kriegen Sie nur etwas dazu, dass Sie das Gefühl haben, das Gefühl vermittelt wird, dass Ried eigentlich eine ganz große Familie ist, fast jeden mit Namen zu kennen. Das ist eine besondere Qualität, dass die Innviertler haben. Eine besondere Qualität ist es auch, einige Nahversorger unter dem Namen Rieder Feinspitz in der Innenstadt zu haben. Ja, das sind Betriebe, die beispielgebend für sehr viele Betriebe in Ried noch nach alten Hausrezepten ihre Waren erarbeiten, ihre Waren feilbieten und die vor allem natürlich auch dem Zeitgeist in jeder Weise nachkommen, dass kalorienbewusste, gesundheitsbewusste Menschen voll auf ihre Rechnung kommen. Kleinbetriebe, führende Gewerbebetriebe und eine höchst erfolgreiche Industrie mit Weltmarktführern. Die Entwicklung Rieds ist beispielhaft. Ried bietet alles, hat sich als Marktplatz seit dem Hochmittelalter entwickelt und hat eines dabei nie verloren. Und das ist der Charme einer wirklich aufstrebenden Bezirkshauptstadt. Am 9. September wurde in Ried einmal mehr die Messe eröffnet. Neben Tradition gab es auch heuer wieder viele Neuigkeiten. Wir haben speziell im landwirtschaftlichen Bereich einige neue Sachen. Wir haben die Zukunft Tier, wo es um Neuigkeiten in der Tierhaltung, in der Tierfütterung etc. geht. Wir haben die Forstarena heuer erstmals, wo also die gesamte Wertschöpfungskette der bäuerlichen Forstwirtschaft gezeigt wird. Und natürlich viele neue Produkte im Agrarbereich, die sehr interessant sind, aber natürlich auch genauso im Konsumgüterbereich, wo die ganze Wirtschaft sich präsentiert. Die Riedermesse bietet eine Drehscheibe, bei der neue Produkte am Markt eingeführt werden und damit ein Beitrag geleistet wird zu Technologie, Forschung, Entwicklung und letztlich zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Auch für politische Würdenträger ist die Messe Ried immer ein beliebter Anlaufpunkt. Na, ich fühle mich, wie man so schön sagt, pudelwohl hier, weil es schon toll ist zu sehen, wie viele Aussteller hier sind. Und das ist so etwas wie eine Leistungsschau der Wirtschaft und eine Leistungsschau auch der Landwirtschaft. Neben der Infrastruktur, neueren Hallen und so weiter, kann man den Fortschritt in der Wirtschaft, in der Technologie und vor allem auch in der Landwirtschaft an der Ausstellung abmessen. Ried bietet immer das Neueste vom Neuen und die technologischen Fortschritte waren Quantensprünge.
Naja, das bisschen Regen können einer Landesrätin bei ihrem Walk and Talk sicher nichts anhaben und schon gar nicht bei diesem Heimvorteil. Ja, es macht mir immer ganz besondere Freude. Ich bin eine gebürtige Schalchnerin und wenn ich ins Innviertel komme, das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich fühle mich da zu Hause und ich bin ganz stolz und freudig überrascht, wie viele heute wieder dieses Angebot angenommen haben, mit mir walken zu gehen und dabei ein bisschen zu talken. Ja, das ist ganz super, nachdem die Gerte Jan ja ein ganz sympathischer Mensch ist und natürlich in Innviertel geboren ist und wir lauter Innviertler sind, passen wir optimal zusammen und ich freue mich recht, dass es bei uns ist. Anfangs wurde wie immer aufgewärmt, noch ohne Regen und wurde die Route festgelegt. Also gestartet wurde beim Asker Sportbauernhof, dann ist entlang des Pfarrerbaches marschiert worden. Jetzt ist es ein bisschen bergauf gegangen, ja, und dann geht es wieder zurück über den Pfarrerwald zurück zum Asker Sportbauernhof. Getalkt wurde unter anderem auch über das aktuelle Flüchtlingsthema, welches der Landesrätin sehr am Herzen liegt. Natürlich auch die aktuelle Flüchtlingssituation ist für uns alle eine ganz große Herausforderung. Und mir ist sehr wichtig, dass die Bevölkerung vor Ort damit gut umgehen kann. Drum schaue ich auch darauf, dass die Quartiere, die entstehen, in überschaubarer Größe sind und nach anfänglichen Ängsten und Unsicherheiten in der Bevölkerung, die ich völlig verstehe, wenn was Neues auf einen zukommt, aber dann kommt überall eine große Welle der Hilfsbereitschaft und das macht mich stolz. Und ich bin heute hier in Waldsell. Die haben im vergangenen Jahr schon ausgeholfen, als dieser Flüchtlingsandrang begonnen hat. Und gerade Waldsell ist hierfür ein ganz besonders gutes Beispiel. Herr Bürgermeister, haben Sie vielleicht bei der Landesrätin ein bisschen zu fest angetaucht? Nein, überhaupt nicht. Sie hat gesagt, wir sollen ein bisschen gegeneinander drücken. Und ja, nachdem ich ein kräftiger Mann bin, war es vielleicht ein bisschen stark, aber das war keine Absicht. Oh, ein bisschen Reibung, das gehört schon in der Politik, oder? Das ist unser tägliches Spiel. Wir müssen ja täglich unseren Platz behaupten und die Landesrätin war sehr gut zum Verteidigen. In diesem Sinne wünschen wir Landesrätin Jahn alles Liebe, weiterhin so fit bleiben und noch viel Kampfgeist für die nächste Zeit. Ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger hat die FPÖ in Ried. Im Zuge ihres Bürgerstandels am Rieder Hauptplatz schenkte man den Menschen Gehör und nahm ihre Wünsche und Sorgen ernst. Ein Bürgerstandl ist natürlich unheimlich wichtig, weil wir in der Nähe der Leute sind. Wir erfahren dort, wo der Schuh drückt. Wir wissen, wo wir dann künftig unsere Hebel ansetzen können. Und nicht nur, dass wir informiert, sondern wichtig ist, dass auch wir informiert werden, was die Bevölkerung möchte. In den Augen von Rieds Vizebürgermeister Ernst Reiter ist Thomas Dimm die richtige Wahl für die Zukunft der Stadt. Ja, da gibt es viele Sachen, die verbessert wurden. Auch unter unserer tatkräftigen Mithilfe. Naja, und wenn ich jetzt an die Spange 3 oder an die leerstehenden Häuser oder Geschäfte im Innenstadtbereich denke, da muss sicher noch gewisse Handlungen durchgeführt werden. Ich glaube, der einzige Wunsch ist das, dass er die gute Arbeit fortführt. Und da bin ich mir ganz hundertprozentig sicher, dass wir da den richtigen Spitzenkandidaten haben. In Ried will man zukünftig auf mehr Transparenz in der politischen Arbeit und Engagement für die Bevölkerung setzen. Für mich wäre es ganz wichtig, dass eine gewisse Transparenz in der Rathausstube eintritt, dass die Bürger nachvollziehen können, wie Entscheidungen gefällt werden, wie im Gemeinderat vorher schon und den Ausschüssen Entscheidungen vonstatten gehen, was in Zukunft passiert und da auch mehr die Bürger einbinden, als es in der Vergangenheit passiert ist. Für die Zukunft wäre mal auf jeden Fall mein sozialer Wunsch der, dass die Leute, die es bei uns schlecht geht, einfach einmal zu einem Recht kommen. Und ich denke mir, gerade in der Richtung gehört viel mehr noch gemacht, dass die also wirklich auch noch die Ressourcen haben, dass sie sich eine Miete und ein Leben einfach leisten können. Zahlreiche Menschen fanden sich beim Bürgerstandl am Hauptplatz ein. Gemeinsam Ideen sammeln und die Meinungen der Bürger einholen, liegt der FPÖ sehr am Herzen.
Ja, die FPÖ zuvor mal einfach, weil der Christian Strache für die jungen Menschen steht. Er will einfach vorantreiben, er bringt Dynamik mit. Es konnte sich verändern mit der FPÖ, ja, vieles. Ich habe ganz gute Ideen, hat die FPÖ, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen der Wahl entgegen und vielleicht ändert sich ja da mal was. Ja, vor allem die Räder Geschäftszeit nicht ganz in den Stich lassen, was jetzt so wenig passiert ist. Ne? Ja, warum die FPÖ? Ja, damit die demokratischen Kräfte erhalten bleiben und stark werden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Die FPÖ ist da ein Garant dafür. Ne? Die FPÖ setzt in Ried die Hebel genau dort an, wo sich die größte Wirkung erzielen lässt. Frei nach der Devise: Gestalten statt Verwalten. Reisebegeisterte dürfen sich freuen. Krautgartner Reisen hat neben Ried jetzt eine neue Filiale in Schärding eröffnet. Et voilà! Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich ganz besonders, Ihnen unser neues Krautgartner-Baby, unser Reisebüro in Schärding am Hauptplatz, präsentieren zu dürfen. Herzlich willkommen, folgen Sie mir! Krautgartner-Reisen steht ja generell für Qualität, ehrliche Beratung und Top-Service. Diese Eigenschaften haben natürlich jetzt auch in Schärding ihren Platz. Ja, uns ist es wichtig, natürlich eine ständige, kontinuierliche Expansion in unseren Unternehmen fortzuführen, die ja schon seit Jahren besteht. Und jetzt hat sich das ergeben, dass wir Schärding ein Objekt bekommen haben, ein Reisebüro aufzumachen in sehr guter Lage. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Lage und die Frequenz passt. Und Schärding hat das Team mit offenen Armen begrüßt. Auf diese Weise geht man natürlich top motiviert dem täglichen Geschäft entgegen. Ich freue mich, hier in der Stadt mit dem schönsten Stadtplatz in Österreich arbeiten zu dürfen. Ich bin schon sehr herzlich empfangen worden von den Schärdingern. Ich freue mich, auch Sie kennenzulernen bei uns im Reisebüro. Wir haben sehr attraktive Öffnungszeiten, auch untermittags offen und am Samstag. Und ich freue mich einfach drauf, dass man Ihre Reisewünsche erfüllen können. Und da wäre das Angebot für den bevorstehenden Herbst bzw. Winter nicht so knapp. Für den Herbst haben wir eben die Destinationen wie Griechenland, Türkei, Kanarischen Inseln, was natürlich ganz klasse ist, eine Kreuzfahrt im Herbst zu machen. Aber nicht nur der Herbst lädt ein zu Urlaubsfeeling pur. Im Winter gibt es natürlich den Klassiker, das sind die Kanarischen Inseln, nach Teneriffa oder Gran Canaria. Und dann natürlich die Fernreise nach Thailand, natürlich auch ein Klassiker, oder in die Karibik oder, was auch ganz schön ist, eine Safari in Afrika. Eine Besonderheit beim Buchen einer Krautgartenreise ist neben der einladenden Filiale und dem außerordentlich kompetenten Service Folgendes. Der große Vorteil für unsere Kunden ist, wir sind das einzige Reisebüro im Innenviertel, das über eine IATA-Lizenz verfügt. Das ist die Lizenz, wir dürfen Tickets selbst ausstellen. Durch das, dass wir diese IATA-Lizenz haben, haben unsere Kunden, sei es jetzt im Privatbereich oder im Businessbereich, den großen Vorteil, dass wir ständig über diese Buchung verfügen können. Somit können Umbuchungen oder Umschreibungen sehr einfach durchgeführt werden. Den Urlaub im großen oder kleinen Stil von Anfang an in Ruhe mit Krautgartnerreisen genießen. Liebe Zuschauer, die nächsten Wochen werde ich persönlich für Sie hier in unserer Filiale erreichbar sein und es würde mich freuen, wenn Sie mich besuchen. Drei, zwei, eins. Ja, sehr geschätzte Damen und Herren, grüß Gott in Österreich, grüß Gott daheim. Wir, die Innviertler Sechsermuse und der Lederhosenstandisch, erste, zweite Generation aus St. Peter, dürfen Sie recht herzlich heute aus dem Hartwaldstadion begrüßen. Grüß euch! Unsere Männer, die trainieren ja schon recht fleißig, damit wir im Oktober den SV Jost kuriert gegen die Bullen aus Salzburg nicht nur passiv, sondern auch aktiv unterstützen können. Jetzt schäbert das Handy schon wieder. Ja, der Kludowatz Paul, grüß dich. Ja, sehr, ja, wir trainieren schon. Ja, da kein Thema nicht, im Oktober, das brauchen wir schon. Ja, keine Sorgen. Du, Paul, aber ich muss jetzt wieder aufhören, weil ich hab's Fernsehen da, gell? Ja, ist schon gut. Arrange, gell? Vierte. Ja, was ist denn schon wieder? Na, schaut's, der Fußballgott ist auch noch da.
Der ist ja ein Riot-Fan, das wissen wir ja. Und da kann ja schon gar nichts mehr schief gehen, wenn wir den auf unserer Seite haben. Und warum nur nichts schief gehen kann, das sagt eigentlich jetzt die Firma 6 muss. Ich sage mal so. So. Der Sommer, wir lassen uns nichts gefallen. Besser in der Duschen, Revolver in der Schnallen. 5-6 ist wirklich mal nicht, 7-8 ja nicht. Gestern haben wir 11 gekauft, da haben wir gleich geschaut. Ja, und somit wollen Sie mir jetzt bewerben für die Freikarten vom Salzburger Bauernherbst, dem Innviertel-Tourismus und der Rundschau. Wir sagen Danke, alles Gute und Pfiat euch! Juhu! Die Agentur Inblick und HT1 laden ein zum Quo Vadis Braunau, der Politik-Talk mit den Spitzenkandidaten zur Wahl 2015. Seien Sie dabei, wenn am 16. September ab 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Braunau über die Zukunft Braunaus diskutiert wird. Inviertler Gstanzl singen am 18. September 2015 um 19.30 Uhr. Meierhofstadel im Schloss Ranshofen. Einlass ab 18 Uhr. www.inviertler.at. HT1 präsentiert die 50. Herbstmesse in Braunau vom 18. bis 20. September. 30.000 Besucher, 10.000 Quadratmeter Gesamtfläche, 150 Aussteller, über 2.000 Quadratmeter Autoausstellung, Vergnügungspark und ein großes Festzelt mit Oktoberfest. Das alles wird im Zentrum von Braunau bei freiem Eintritt und kostenlosen Parken an den drei Messetagen geboten. Heuer wird mit einer Sonderschau 50 Jahre Messe gefeiert. Feiern Sie mit vom 18. bis 20. September. Das war HT1 Innviertel. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten und mit uns gemeinsam einen Blick in die Bezirke Ried, Braunau und Scherding werfen. Genießen Sie die spätsommerlichen Tage und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.